Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Und zwar heißt es heute mal ein bisschen Streetfischen gehen. Ich habe mir nämlich eben dem Angler an eine neue Rute gekauft und die muss ich unbedingt ausprobieren. Eine relativ feine Rute, die hat ein Wurfgewicht von 1 bis 7 Gramm. Ich habe da jetzt eine 1000er Rolle dran, eine feine geflochtene Schnur, Fluorcarbon-Vorfach ganz fein vorgeschalten und will jetzt mit kleinen Gummifischen und Jigspinnern gucken, hier ein paar Barsche rauskitzeln aus der Stadtleine. Und dann nachher vielleicht noch ein bisschen weiter in die Stadt reingehen. Ist zu der Jahreszeit immer manchmal noch ein bisschen schwierig, aber ich probiere mein Bestes. Also, bleibt dran. So, gerade den ersten Fisch drauf gehabt. Ging leider direkt wieder ab. Kleiner Barsch. Aber das motiviert schon mal, dass Fische da sind und beißen. Sonst ist das ja im Frühjahr immer so eine Sache mit den Barschen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber bei uns, das dauert immer eine ganze Zeit, bis die dann wirklich gut beißen. Im Sommer gibt es hier Tage, da fängt man einen nach dem anderen und im Frühjahr ist es immer schwierig und im Frühsommer. Der war fett wie die Leine, aber ich bin nicht rangekommen. Ah, nein, ey. Ich hab's halt rein. Schon wieder ab. Also ich weiß nicht, ob mit dem Haken was ist oder so. Der ist sauscharf. Gott. So, jetzt hat's endlich geklappt. Also nachdem ich wirklich so viele Fehlbisse hatte und die ganze Zeit welche hingen und abgegangen sind, hing der jetzt aber richtig, also richtig ordentlich. Also, ich hoffe, es geht jetzt so weiter. So, das ist der nächste Barsch. Jetzt geht es hier aber Fisch auf Fisch. Also ein Biss nach dem anderen gerade hier vorne gehabt. Der hat den aber auch wieder voll weggesammelt. Ein ganz kleiner Spritziger, aber die stehen hier vorne genau unter diesen Ästen und schießen dann immer genau raus, wenn ich den Köder da dran lang ziehe. Richtig gut. Ich habe gerade einen Hecht drauf gehabt und wieder das gleiche. Der hing und ist relativ zügig wieder abgegangen. Ich glaube, ich muss mich vielleicht noch an dieses feine Angeln gewöhnen, dass man ein bisschen kräftiger anhauen muss. Wobei ich eigentlich ziemlich durchgezogen habe. Der hing auch, aber dann brauchte ich halt den Kescher, wollte den gerade hinziehen und dann ist er abgewesen. Naja, ich glaube, ich muss das wirklich noch ein bisschen lernen mit dem Anhauen. Das ist halt einfach keine brettharte Route, wo man ein bisschen anhauen muss und das geht 1:1 durch. Wieder echt eine feine Spitze. Wobei die vom Rückgrat schon Power hat. Mal gucken. Also Leute, ich angel viel hier, ne? Aber so viele Bisse wie heute hatte ich hier wirklich definitiv noch nie. Und jetzt hatte ich schon wieder ein Hecht drauf. Der Hecht eben, den ich vorhin verloren habe, der hat danach übrigens nochmal gebissen, hat mir eiskaltes Vorfach abgebissen. Das tut mir auch echt ein bisschen leid, dass... Aber ich habe einfach überhaupt nicht damit gerechnet, hier heute Hechte zu fangen. Jetzt hatte ich schon wieder ein Hecht drauf, der mir hinten schön den Gummischwanz abgebissen hat. Also, ja. Das Problem ist, ich habe überhaupt keinen Stahl dabei. Und ich will gar keine Hechte fangen, ich will Barsche fangen. Tja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ob ich auf einen anderen Köder wechsle oder so. Mal schauen. Naja, ich überlege mir mal was und mache dann weiter. Hier an der Stelle nochmal, wo ich schon mal einen richtig guten Barsch drauf hatte. Hier ist super viel Zeug im Wasser, man muss echt aufpassen. Man sieht hier schon die ersten Einkaufswagen, aber das schreit ja dann immer nach Barsch. Ne? So viele Unterstände, wo die drunter stehen können, hier die Brücke. Also ich habe hier ein gutes Gefühl. Mal gucken, ob ich hier einen rausziehen kann. So, außer dem Abriss hat der Spot eben dann leider doch keinen großen Barsch gebracht. Ärgerlich, aber naja. Die Frequenz ist ja trotzdem heute ganz gut. Auch wenn ich jetzt zwei rausgeholt habe, habe ich auf jeden Fall ja schon einige Bisse gehabt. Ich habe auch nochmal überlegt,
Ich habe sonst nie so viele Bisse hier gehabt. Nicht mal irgendwie im Spätsommer, weil ich habe echt extrem viele schon gehabt. Ich glaube, die hängen aber nicht, weil das einfach Bisse sind, die ich an einer anderen Route wahrscheinlich gar nicht mitbekommen hätte. Ja, mal schauen. Also ich bin jetzt nochmal neu und dann probieren wir es nochmal weiter. Und der nächste Barsch am nächsten Spot. Das ging ruckzuck, zweiter Wurf, glaube ich, ne? Ungefähr. Ein kleiner Spritziger, hat er Bock drauf gehabt. Richtig gut. Wieder auf den kleinen Gummifisch. Gucken, vielleicht stehen hier noch ein paar. Und wieder der nächste. Auch wieder hier schön den kleinen Gummifisch. Upp, will er nicht hergeben. Ja, läuft richtig gut heute, würde ich sagen. Ne? Habe ich nicht, überhaupt nicht mitgerechnet heute, dass so viele Barsche beißen. Ich kann nicht mehr. Ey, ich habe gerade den Fisch meines Lebens drauf gehabt. Vor meinen Füßen auf Jigspinner auf einmal ein riesiger Hecht. Also 80 plus mindestens. Also riesig. Die Rute war knüppelkrumm. Ein riesen Teil. Stand wie ein Brett, aber ist natürlich sofort abgegangen. Auf so einer kleinen Rute. Alter, mein Herz, das bebt richtig. Das war ein richtiges Monster. Wie der einfach richtig träge am Ufer drauf. Und einfach auch nicht mal richtig Schnur gezogen, einfach nur ein bisschen weggeschwommen. Unglaublich, unglaublich. Krank. Naja, ich glaube, wir hören jetzt auch auf für heute. Ich habe so viele Fische gehabt, dass ich heute Hechte fange, oder beziehungsweise Bisse von Hechten habe. Da habe ich nicht mit gerechnet, sonst hätte ich mit Stahl geangelt. Das bereue ich jetzt gerade richtig. Richtig, richtig. Aber naja. Trotzdem ein paar Barsche gefangen, Rute eingeweiht, ging ganz gut. Am Ende die Barsche sind alle, habe ich alle rausgekriegt. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!